Die heutige Sendung könnte Ihnen vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen. Wenn es so wäre, dann einfach mit einem Bier abspülen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von Best of Bewegt. Der Sternekoch Heiko Antoniewicz über ungewohnte Rohstoffe und die Kunst der Fermentation. Der Tausendsasser René Wittmer, Gastro-Trend-Scout und Küchenplaner im Gespräch. Der Star, exklusive Verlosung von Tickets für die James-Bond-Premiere in Zürich. Der Heiko Antoniewicz ist ein renommierter deutscher Spitzengastronom, Buchautor und Dozent. Er ist auch bekannt für seine innovativen kulinarischen Event- und Messe-Caterings. Jetzt ist er einer Einladung in die Schweiz gefolgt und hat sein Fachwissen in Sachen Rohstoff und Fermentation weitergegeben. Heiko Antoniewicz ist, wie die meisten seiner Berufskollegen, ein Koch aus purer Leidenschaft. Bereits als Jungspund beweist er sein Können in vielen Wettbewerben. Heute gehört er zu den ganz Großen und spielt sozusagen in der deutschen Koch-Bundesliga. Als Dozent widmet er sich mit Vorliebe dem Thema Rohstoffe sowie Fermentation. Also im Grunde ist es die Definition für mich an Rohstoffen ist, dass Heimat so schmeckt. Wir haben also bei dem Thema Rohstoff haben wir einen Zirkel um Dortmund gemacht, wo wir unseren Firmensitz auch haben, von 50 Kilometern. Und alles das, was wir da in diesem Zirkel auch finden von 50 Kilometern Umkreis, nutzen wir neue Rohstoffe, bekannte Rohstoffe, auch vielleicht Unbekanntes, was man früher im ersten Blick erstmal gar nicht gesehen hat, sondern erst im zweiten Blick dann auch wahrnimmt, wie Kleeblüten oder Kleeblätter letztendlich, die man auch verarbeiten kann. Heiko Antoniewicz ist ein Freund der regionalen Küche. Am liebsten verarbeitet der Koch regionale Produkte. Allerdings ist das Angebot diesbezüglich in Dortmund eher beschränkt. Aus der Not eine Tugend. Und dann sind wir einfach raus in die Natur gegangen und haben geguckt, was die Natur uns einfach noch mal mehr zu bieten hat, als das, was wir auch denken. Und wenn man das verstanden hat, ist das ein Riesenfundus, mit dem man auch arbeiten kann. Nachtkerzenblüten, gleich neben der Straße gepflückt, mit Kichererbsenpüree und Lammfilet. Fermentierte Schwarzwurzel mit Kalbsherz an Petersilienöl, Rapsstängel, Kalbsleber und Kirschtomaten. Es bedarf bei den Kursteilnehmern ein wenig Vorlauf, bis sie dem Braten trauen. Was der Bauer nicht kennt? Also man merkt ganz am Anfang, wenn wir über diese Thematik Rohstoff dann auch sprechen, ist es für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Wenn wir in der Theorie sind, merkt man einfach so eine gewisse Distanz, die nicht schlimm ist. Aber wenn man das isst und dadurch einfach Vertrauen dann einfach nochmal schaffen kann und auch merkt, dass es schmeckt, dann wird es immer wieder unkomplizierter und man bekommt immer mehr Freunde und Fans dieser Art und Weise, dieser Küche. Dass der renommierte Dozent und Gastronom seine kulinarischen Geheimnisse auch den hiesigen Köchen preisgibt, ist der Verdienst vom Tausendsasser René Wittmer. René Wittmer, Sie sind der Gastronomieplaner, Koch und Initiator von dem Anlass. Wie ist die Verbindung zwischen Ihnen und dem Heike Antoniewicz entstanden? Das ist eine lustige Geschichte. Der Heiko ist im TV total auftreten, beim Stefan Raab. Und hat mit dem ziemlich eine knifflige Aufgabe gehabt. Also er hat da Basilikumnudeln gemacht und hat so Tomaten geschnitten. Und dann sagt er zum Raab, er soll ihm doch schnell das Kerngehäuse rausschneiden, oder? Und man kennt ja den Stefan Raab, der hat ihn da einfach reingebissen und hat seine Nudeln im Studio rumgespritzt. Und der Heiko Antoniewicz ist da schon ein Idol von uns, mit dem Fingerfood-Buch und mit seiner avantgardistischen Art zum Kochen. Man kann auch noch mehr, das macht dir aber Spaß. Das habe ich befürchtet, das in der Spaß. Na, das. Ja? Und da habe ich gedacht, da bin ich verlockt worden. Ich dachte, hey, wie geht der um mit diesen Leuten, oder? Und dann habe ich gegoogelt und habe am Abend, also zur Nacht, dem Heiko ein Mail geschrieben. Er hat gesagt, ich wäre da davon gelaufen und hätte ihm vor allen Leuten gesagt, was für ein Sack das ist. Das machst du einfach nicht. Er hat ihm wirklich den Auftritt praktisch versaut. Und der hat das ganz locker genommen. Und so sind wir ins Gespräch gekommen.
Und haben natürlich gemerkt, dass wir die gleichen Ideen haben und viel Herzblut haben für unseren Beruf und eben auch ein bisschen die Nasen im Wind, und wenn es um die Avantgarde-Küche gegangen ist. Und haben einfach da Gemeinsamkeiten entdeckt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich komme auf Dortmund in den nächsten Workshop. Da hat es einen Avantgarde-Workshop gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es Sous-Vide oder Fingerfood oder alles gemischt. Oder. Und so sind wir zusammengekommen. Was rechtfertigt denn, dass er heute da ist? Erstens einmal, dass er ein einzigartiger Mensch ist und einfach, dass er profunde Kenntnisse hat, wirklich vertieftes Know-how über Gastronomie. Also er war Koch des Jahres in Deutschland, er ist ein Top-Gastronom, er ist ein Unternehmer und er hat einfach immer die Nase im Wind, wenn es irgendwo etwas Neues gibt. Also ich sage jetzt, Mise en place machen, also den Kurs aufbauen, da fängt zwei Monate vorher an. Und da müsste ich etwa ein halbes Jahr Warenkundunterricht nehmen bei einem Top-Profi. Nein, das würde gar nicht, das ist gar nicht möglich, das Know-how. Ich lerne so viel, wenn ich die Rohstoffe beschaffe für ihn. Oder wenn wir gemeinsam ins Feld rausgehen, sagt er, weißt du, das ist ein Busch, oder? Und sagt er, nein, das ist eine Nachtkerze, das sind wilde Okra, oder? Und die haben wir dann eingebaut. Wir sind die geschnitten und haben sie da im Kurs eingebaut. Und heute haben wir es jetzt einfach offiziell im Programm gehabt. Es geht um Fermentation, das ist an und für sich nichts Neues. Überhaupt nicht, nein. Ich meine, schon die alten Seeräuber haben ihr Fleisch und ihren Fisch eingesalzen oder haben es geräucht. Früher hat man die Lebensmittel so haltbar gemacht. Und im Prinzip alles, was liegen bleibt, wenn ein Apfel vom Baum abgeht und er bleibt liegen, dann fängt er an zu fermentieren, oder? Also, und warum denn ein Kurs? Ich finde wichtig, Avantgarde ist sehr wichtig, oder? Aber Avantgarde lebt nicht ohne Vergangenheit. Also es ist ganz wichtig, dass man alte, vielleicht auch veraltete Methoden wieder aufnimmt. Also beispielsweise ein Koch lernt 15 Grundzubereitungsarten. Aber wenn der die immer noch so interpretiert, wie er es vor 30, 40 Jahren mal gelernt hat, dann ist er irgendwie in einer Skihütte am Gartenblöch kehren oder am Kacken zum Hörnli machen und hat seine Nase halt nicht im Wind. Weil die Ernährung hat sich geändert, das Ernährungsbewusstsein hat sich geändert. Also wenn heute ein 20-Jähriger in ein Restaurant reinkommt oder ein 15, meine Buben schon mit 15, die sind mündig. Die wissen, um was es geht. Die kennen die Lebensmittel, die kennen die Zubereitungsarten. Meine, wir haben ja so einen Overhead an Kochsendungen, wenn er das deutsche Fernsehen ist, also Schweizer Fernsehen einschaltet. Wir haben so viel Information über Kochtechnik, über Geräte, moderne und. Also, ja, ich denke, da ist es einfach wirklich wichtig, dass man sich befasst mit diesen Methoden. Im Kurs von Heiko Antoniewicz ist es aber nicht nur um das Thema Rohstoff gegangen, sondern auch um die Fermentation. Die chemische Umwandlung von Lebensmitteln durch Bakterien und Enzyme, was ja nicht wirklich so appetitlich tönt. Also Fermentation hat eine Bedeutung heute in der Küche auch für die Gäste, etwas Neues, Spannendes einfach nochmal auch zu liefern. Wobei es ja auch eine alte kulturelle Basis auch gibt. Die Menschen haben seit jeher immer schon fermentiert. Wenn ich überlege, seit vielen tausend Jahren wird einfach an Geschmack immer wieder gefeilt und Fermentation hilft und dient immer wieder, einen Geschmack einfach nochmal zu optimieren und einfach nochmal zu verbessern. Und das gelingt wie? Ich kann unterschiedlich an die Produkte natürlich rangehen. Das Einfachste ist, wenn ich, ich sag mal, Gemüse einlege. Das Bekannteste ist natürlich das Sauerkraut, um dann nicht nur einen besseren Geschmack von Kohl einfach hinzubekommen, sondern auch zu konservieren. Das heißt also, um ein Lebensmittel über einen längeren Zeitraum einfach nochmal haltbar zu machen. Sauerkraut wird ja eingesalzen, mit Gewürzen dann nochmal versetzt und zwischen 4 und 12 Wochen dann einfach in Tontöpfen dann auch gelagert, was dann milchsauer vergoren wird. Das Gleiche kann ich, um das auf die heutige Zeit noch modern zu interpretieren, kann ich genauso gut das Gleiche mit Karotten dann einfach auch praktizieren. Also gestiftete Karotten, die einsalzen, mit Gewürzen versetzen und genauso gut in einem Tontopf milchsauer vergären lassen. Diese Schwarzwurzeln zum Beispiel haben den Prozess der Fermentation durchlaufen. Ja, genau, dann gebe ich mal mit. Wie auch diese Salami, die ja auch ein Teil der Fermentation ist. Und darüber hinaus nutzen wir natürlich auch bekannte
Produkte, die fermentiert sind, aber wir das gar nicht im Fokus haben, wie beispielsweise Kefir, wie Joghurt, wie Vanille, wie Kaffee und solche Sachen, die wir dann auch nochmal mitverarbeiten. Durch den Einsatz von fermentierten Produkten verändert sich das Geschmacksbild. Es wird leicht med-säuerlich. Innovative Trendgastronomen bereichern ihren Speisezettel bewusst mit solchen Produkten. Es ist gerade natürlich sehr, sehr aktuell, damit auch zu arbeiten. Aber viele Köche haben sich über viele Jahre einfach schon mit dem Thema Fermentation auch auseinandergesetzt, um dann auch für sich regionale Produkte auch zu eigen zu machen, um dann beispielsweise eine eigene Fischsoße herzustellen. Wir stellen die aus Hechtköpfen her. Also analog einer thailändischen Fischsoße, auch in Tontöpfen gelagert, stellen wir aus Hechtköpfen unsere Fischsoße auch her, um dann etwas auch zu aromatisieren und etwas zu würzen. Funktioniert. Und ich nehme einen regionalen Fisch, um das auch herzustellen. Überhaupt kein Problem. Eine gewisse Skepsis ist bei den Kursteilnehmern gegenüber den fermentierten Produkten spürbar. Obwohl Fermentieren bei den Köchen schon lange kein Fremdwort mehr ist. Das Fermentieren kennen wir ja eigentlich schon von Schoki, Kaffeebohnen, vom Tee her. Aber einfach jetzt kommt es langsam bei uns in die Spitzenküche hin und es ist sehr ein interessantes Gebiet. Was nehmen Sie mit für den Alltag? Es ist ein bisschen, die Schwellenangst ist ein bisschen gesunken durch das, weil es ist ein Produkt oder wie Sie sagen, eine Herangehensweise, die über Wochen hinweg geht. Und man muss sich in Berührungsängste verlieren und das haben wir jetzt durch den heutigen Kurs eigentlich schon mitbekommen, dass man ausprobieren soll und auch ein bisschen verstehen tut, wo die Grenzen sind. Was ist Ihr Eindruck vom heutigen Kochkurs? Es wirkt leicht sauer auf mich, also von der Gartechnik her und so, alles kommt ein bisschen leicht sauer raus, aber ich finde es interessant und ja, mal etwas Neues. Fermentation, glaube ich, hat so ein bisschen was Altes, was Altbackenes, was nicht unbedingt so frisch und modern klingt. Und ich glaube, es braucht ein bisschen Mut des Gastes, Neues zu probieren und wie soll ich sagen, es hat natürlich auch einen gesundheitlichen Aspekt, den man nicht vergessen darf. Und ich glaube, es braucht eine Weile, bis das Ganze wächst und in die Gänge kommt. Abgesehen vielleicht vom Kalbsherz ist mir nicht zu aufgestoßen. Das Thema Fermentation ist mit Sicherheit in der Gastronomie noch lange nicht gegessen. Da sind unsere News. Digitalisierung ist auch in der Gastronomie nicht mehr wegzudenken. Am 26. Oktober findet genau aus diesem Grund in Luzern im Restaurant Aqua zum dritten Mal der Digital Gastro Event statt. Neue digitale Tools und Services können getestet und ausprobiert werden. Auch Fachreferate von Experten stehen auf dem Programm. Erwarten kann man spannende Inforeferate von Experten, wie beispielsweise Best of Swiss Gastro. Es gibt aber auch einen Erfahrungsbericht von Sinnvoll Gastro aus Luzern, wo ihr ein Erfolgsrezept verraten werden. Und man kann Produkte und Services gerade vor Ort testen. Wichtig, es soll aber auch eine Plattform sein für einen Austausch unter den Gastronomen selber, aber auch mit uns Swisscom, wo man sich informieren und inspirieren lassen kann. Nur dann, wenn wir Bedürfnisse der Gastronomen auch kennen, können wir sie auf dem Weg in die vernetzte Welt richtig unterstützen. Der James-Bond-Darsteller Daniel Craig trinkt neben dem Martini auch gerne mal ein Bierli, und zwar am liebsten eins von Heineken. Spätestens seit dem Release von dem Heineken-Werbetrailer weiss das die ganze Welt. Heineken ist seit 1997 Partner der James-Bond-Filme. Wir verlosen für die Vorpremiere von Spectre vom neuen James Bond exklusiv 2 Tickets. Teilnahmebedingungen sehen Sie auf unserer Homepage. Auch die nächste Sendung verspricht viel Unterhaltung und spannende News und Neuigkeiten rund um die Gastronomie in der Schweiz. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen miteinander. Wir entlassen Sie mit einem Schmunzler.